Willkommen zurück zu Mario und Luigi. Jetzt kommt's. Gleich kommt's. Superstar Saga. In der letzten Folge sind wir die Lachhochschule gekommen, weil ich komme so ein bisschen mit den Namen durcheinander. Luke Miller, mit Doppel-L, glaube ich. 3 insgesamt im Namen hier Radarveranstaltung und auch die ganzen Mitarbeiter, die ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter verhext hat, weil sie die Studenten nicht gut bezahlen, ne? Keine Ahnung. Und ja, wir sind gerade immer noch dabei, wir können auch kurz einen Blick auf die Karte werfen, hier unten haben wir uns so weit als angeschaut, wobei dieses Areal hier unten links und dieser kleine Zippel unten rechts, der da, den haben wir noch nicht so angeschaut und hier oben auch irgendwie blockiert, aber jetzt schauen wir uns quasi dieses Areal hier an. Und ja, ne, gucken wir mal, wie es läuft. Steuerung ist ja auch ein Hin und Her, wie ich mich damit anstelle. Aber alles in allem wären wir ja immer besser. Aber ich habe auch ein bisschen die Lautstärke ein bisschen lauter gemacht. Weil, ja, ich hörte was ziemlich leise. Keine Ahnung, ne? Apropos. Jo, ich muss nochmal kurz was überprüfen. Meine Mikrofoneinstellungen. Ja doch, Mikrofon ist komplett richtig eingestellt. Alles super. Ja, wir haben keine Brüderpunkte mehr, ist ein bisschen schlecht, aber naja, ne. Wir haben halt viel Zeit damit verbracht, ja, die Brüdertanken zu lernen. Ah ja, stimmt, so funktionieren hier. Ja, ich muss mal kurz. Ruckelt bei mir wieder. So ruckelt es nicht. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Ganz entspannten Pilz, dankeschön, nehme ich sehr gerne. Da ist irgendwie eine Tür, die Schuhe ist. Schaltzentrale, Sonnentor. Ja, oben scheint zu sein, dann gehen wir halt nach rechts. Das ist so Schaltzentrale. Das war mies. Und das kriege ich irgendwie auch nie hin, ne? Das ist ja irgendwie auch irgendwie ohne Sache. Kann ich ihn direkt töten? Ja, wenn ich ihn richtig drücke, sowieso nicht, ne? Okay, der lädt sich auf, der Penner. Dann gehe ich mal auf den hier. Ich hasse es. Geht da nicht springen? Arschloch. Ja, ne, wie viele Wonderpits haben wir noch? Ja, komm. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann sowieso keine Geldprobleme mehr haben, von daher machen wir einfach mal. Kann ich den töten? Dankeschön. Ich hasse das. Mann, ich wollte ihn töten. Okay, er lädt sich wieder auf, das ist eigentlich ganz gut, weil dann tötet ihn jetzt einfach mal. Dankeschön. Ah, ich hab was hinbekommen, Mensch. Pilz. Sehr gut, und ja, bringst du eine Luigi. Aua. Türcode für das Sonnentor. Okay. Was? Oh, neuer Gegner. Der muss ich springen. Ich krieg das nie hin, ne? A, B, A war das hier immer, ne? Genau. A, B und... Ja, da habe ich ein bisschen früher angefangen zu spammen, ist okay. Weg mit dir. Nüsse! Jo, ich will mal kurz ein Item nutzen. Vielleicht sogar eine Nuss einfach, ne? Na, ne. Eine Nuss lohnt sich jetzt nicht so ganz. Macht das 20 für jeden. Und Luigi, ja, braucht keine 20. Ja, dieses Tor hier, Türcode. Weil blau, dann so ein bisschen roter Pimmel, blaue Eichel, dann nochmal rot und dann irgendwie nochmal so ein bisschen was. Keine Ahnung. Ich glaube, dass ich das merken muss. Ah ja, verstehe. Ja, okay. Wir haben den roten Pimmel und die blaue Eichel. Rot. Und das andere muss dann logisch als blau sein, ne? Wenn ihr das jetzt richtig gemerkt habt, guckt euch nochmal nach. Ah, hat den Pimmel falsch rum gemacht. Ah, okay, ja, okay. Blau, dann der rote Pimmel, die blaue Eichel wieder rot. Oder? Ne, das ist schon da. Blaue Eichel und dann wieder rot. Ne. Hä? Hat er gut gemacht. Zwei blau, dann der rote Pimmel. Ich glaube, das kann ich nicht meinen. Das ist genau der Code, den ich hier gemalt habe, wobei das sieht ein bisschen anders aus. Wie sind denn das? Das sind 12 Statuen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aber die sind alles angeordnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann nur das hier nachmalen. Ich habe mir das schon komplett vergessen übrigens. Ich glaube, der erste kann es einfach nicht nachbauen, weil das zweite auch eine Anordnung der Dinger. Also eine rote 7 und dann blau, okay. Rote 7. Dann hier blau, auch da lang so und der Rest war rot. Also das kann ich auch von der Positionierung nachmalen, ne? Ah. Okay. Okay, verstehe. Stimmt. Das habe ich ja auch schon mal in der letzten Folge angesprochen, dass es wahrscheinlich so ein Lichträtsel geben wird. Mal da oben ist ja, glaube ich, eine Sackgasse. Wir gucken mal kurz. Gucken, dass wir damit halt wahrscheinlich einige Tore öffnen müssen, um halt diese ganzen Wege hier frei zu machen. Oben ist halt irgendwie eine Sackgasse, auch ein Speicherpunkt. Aber würdet oben erstmal zu der Sackgasse gehen, ne? Dann kann man hier unten links den Weg frei machen, dann unten rechts den Weg frei machen, dann irgendwie oben in der Mitte halt durch, ne? Letzten Endes. Heilchen. Wie verändern die ihre Farbe nochmal? Das ist eigentlich egal, ich muss sowieso 2 angreifen, oder? Oder ist es so, ne, das sind schon alle. Ich kriege einfach mal blau. Der ist jetzt gelb. Level up, sehr schön. Level 17, jetzt Mario auch volljährig. In der Zaubererwelt zumindest. BP ist gerade nicht so krass. Verteidigung. Komm, wir gehen mal Verteidigung. Ja. Dann nehme ich doch mal kurz einen Pilz. Weil ich kann es in eine Nuss. Komm, Nuss für beide. Mann, ich hasse es. Ist da also Hammerverteidigung. Ich muss. Dankeschön. Brauchen wir nicht so viele Gedanken darüber machen, wie ich die jetzt verfärbe und so weiter, sondern einfach, ich sollte es immer verteidigen und dann halt irgendwie gucken, dass es anpassen kann. Hey komm, du verreckst auch noch. Danke Luigi, guter Treffer. Schön. Ja, und dann kannst du einfach mal rausspringen, den da Typen oben, dann passt das, ne? Dann wird jetzt gelb und alle sterben. Schmerzt ein bisschen, dass Luigi erfahrener ist als Mario, aber gut, ne? Was will man machen? Oh, nee! Was ist das hier? Was war das hier nochmal? Ja, genau, dieses Ping-Pong-Spiel hier. Das scheint dann immer schneller und immer schwieriger wird und machen wir das einfach mal. Da die Frage, ob es da eine maximale Begrenzung gibt, ist einfach so lange wie man schafft. Ich denke, es wird halt einfach immer schneller und das merke ich auch schon. Meine Augen kommen das auch gar nicht so gut mit, aber auf diesem GBA-Bildschirm, den ich auf dem großen Monitor sehe. Kann auch mal. Sechzehn, 17, 18, 19, 20. Kannst du das unendlich aufmachen? Wie viel Geld habe ich jetzt? 803. Wir probieren das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Aber jetzt der Block auch leer, okay. Sollen wir so ein bisschen spielen. Ich denke mal, je besser man ist, desto mehr bekommt man raus. Jetzt darf man auch mal dreimal machen und dann ist halt aus, keine Ahnung. Wahrscheinlich sogar. Oder ab einer gewissen Anzahl ist vorbei, wenn man die halt überschreitet. Ich glaube, wenn man die überschreitet, dann darf man halt nicht nochmal machen. Ich weiß es doch auch nicht. Wie üblich, ihr dürft das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, aber ja, ne. Wir haben nicht so viel Boden da, sondern wir sammeln einfach so viel wie geht, ne? Da kann man jetzt zum Beispiel hier nicht durchkrabbeln, weil da Metallbohnen ist. Da kann ich durch. Genau. Okay. Dann mach du mal Luigi. Mario und Luigi machen Punkte, wenn sie mit Hilfe von A und B die anfliegenden Blöcke treffen. Treffen sie in 25 Sekunden 30 Blöcke, öffnen sich die Türen. Okay. Boah, das ist richtig... Oh. Die machen was mit dem Gameplay, ja. Aber es ist halt auch irgendwie recht einzigartig. Also ich verstehe immer mehr, warum es auch so beliebt ist. Ich meine, ich mochte es ja so vom Let's Play zuschauen und so. Naja, knapp, ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, nö, ich bleib hier einfach eingespürt. Na nett. Luigi, komm du auch mal raus, falls da noch irgendwas passiert. Ich denke mal nicht, aber ja, ne. Ein Pilz, dankeschön. Okay. Aber kann ich oben lang laufen, ne? Ich frage, ob mir das irgendwas bringt, aber wir probieren es, ne? Ja, man kann hier rein, ne? Ah ja, okay, verstehe. Kannst jetzt runterfallen. Dann können wir das hier machen. Nein, so. Luigi geht hier rein. Ich kann schon mal hier die Taste wechseln. Dann kann Mario den Knopf hier oben drücken, ganz auf ganz entspannter Basis. Ah, okay, jetzt dreht es doch jetzt runter. Ja, okay. Hätte man sich vielleicht denken können. Komm runter. Gut, ne? Schon 17 Minuten eine Folge drin, man kennt's. So. Dann gehen wir nochmal einfach weiter, ne? Ammo! Ammo, Luigi. Ich meine, es brauchen noch keine Gegner neu bisher, so. Jetzt geht's weiter runter. Ja, beim nächsten Speicherblock schon, da hat's doch die Tür geöffnet, ne? Also von daher passt das, dann gehen wir da halt in den anderen Bereich. Ja, gut. Ich dachte doch, jetzt sind optionale Bereiche, ne, jetzt sind Pflichtbereiche, ne? Was ist denn los mit mir? Ja, genau, hier war dieser Kisten-Block-Exkurs. Ja, komm, ich brauche den Abspeicher, wir hatten den Speicherblock schon. Gehen wir mal hier rein. Hier muss ich habe jetzt mal beide Tasten jeweils mit deinen Finger führst. Rechte Hand, rechter Daumen tatsächlich die A-Taste und linker Zeigefinger die B-Taste, weil irgendwie das fühlt sich gerade so gut an. Da die Frage, ja, wie konzentriere ich mich am besten? Man darf man nicht übermutig sein, und manchmal denke ich mir, ja, im Zweifel übermutig sein, da kriegt man vielleicht sogar mehr. Warum ja ein Fass, ne? Da brauchen wir ein... Was ist das denn hier? Ich will noch kurz gucken. Wir brauchen halt hier ein Fass, Punkt. Dann können wir das, reflektieren. Wir haben kein Fass, also gehen wir weiter. Ich wollte springen, ne? Ah, aber ich habe kein Leben mehr, das ist nicht so gut. Oh, ey. Ich bin aber auch dumm, dass ich mich jetzt heile, ne? Weil ich viel zu geizig bin mit den Heil-Items, werde ich doch bestraft halt, ne? Letzte Frage. Nach Gelb kommt... Blau kommt... Hallo, Gelb folgt noch Blau, das heißt, ich muss Rot, glaube ich, treffen, ne? Ja, sehr gut. Hallo, hör auf! Eine Hose für Luigi bekommen. Items noch kurz abchecken, wie sieht's aus? Ja, na komm, Nuss. Einfach die Nuss aufbrauchen. Passt schon soweit. Krieg ich mal ein bisschen Sirup. Landkarte Marmek-Rose. Nicht die Karmek-Rose, die Marmek-Rose. Luigi wird eine Hose bekommen. Weniger HP, aber dafür Mario folgen, was? Ich habe mir ja diese Jeans geholt, weil ich schon besser fand. So ein bisschen erst zwei Verteidigungen wieder. Nee, komm. Nee, lass mal. Danke für den ersten Angriff. Ich lieb's. Zurück bitte. Hacke Brüder will ich hier an dem anwenden. A, B und... Ich hab gedrückt, okay. Weg mit denen. Weg mit dir. Ja, Luigi kann keine Bonus-Attacke machen. Ah, ich kann noch einmal herkommen, dann tötet ihn bitte. Nie? Oh. Ja komm, dann bringt's zu Ende. Ich will auf jeden Fall gerne Marios Bonus-Attacke halt auf extra bringen. Bei Luigi so, keine Ahnung, ich fühle die Angriffe von Luigi leider nicht so. Ah, sehr gut. Aber hier komme ich jetzt auch nicht weiter. Ja gut, dann. Geh weit in die Richtung. Okay, jetzt kommt doch... Nein, jetzt kommt... Ich hasse es! Farblehre... nach Blau kommt Gelb. Ich frage mich, ob man die auch so töten kann eigentlich. Juhu. Okay. Was geben wir Luigi Schönes? Ab. Geschwindigkeit. Er hat einen hohen Bartwert. Tatsächlich der Gute. Eine schöne 3. Jeder Level hat was Schönes. Was ist ein Gamepack? Okay, sorry. Ach, macht mir auch gerade Spaß. Ja, mal gucken, wie viel es da laufen. Idealerweise, ich würde gerne 4 Folgen aufnehmen. Mal gucken, wie es läuft, ne? Jetzt sind wir einmal rumgelaufen. Aber war der links irgendwie noch im Areal, aber gut, ne? Aber warte. Kann er das hier machen? Ah. Nee, okay. Ignorieren wir das einfach erstmal. Aber ich habe das Gefühl, wir müssten da jetzt irgendwie hin. Ich probiere gleich nochmal was aus, aber mache ich erstmal hier diesen Schalter-Spaß. Ich probiere noch Steuerung. Das hier muss ich machen. Unsere Fahrt jetzt weg. Sorry, aber nee. Geht das nicht? Nee, irgendwie? Geht das nicht? Nee, nee. Kann ich hier so, wenn ich hier ganz unten bin, noch Steuerung. Ah, okay. So ist das hier gedacht. Ich muss mit Mario rein. Nein, ich möchte Steuerung. Nein. Oh. Du musst einfach nur den einen Weg finden. Ich glaube, du musst einfach nur den einen Weg finden. Ne? Gut, gut, gut. Ja, doch, hier lang. Okay. Okay, okay. Ich verstehe. Wir müssen das andere Fass jetzt benutzen und das erste Fass einfach stehen lassen, damit, ja, halt wir nicht getroffen werden und so, ne? Kann ich jetzt einfach weiter? Oh. Und was gibt's jetzt hier aber noch? Nichts, okay. Danke, dass ich es geschafft habe. Danke, dass ich es schaffen durfte. So, Rätsel so langsam mal gelöst, ne? Da die Statue bleibt einfach stehen und ich nehme das Fass hier. Ja, dann trifft er den Schalter da, ja, okay. Okay, jetzt müssen wir da hin. Oh. Tschüss, Luigi. Ah, hier. Gibt's noch neue Gegner, so weil wir jetzt alleine sind? Ja, da, ja gut. Nehme ich mit, weil Mario wird ein bisschen aufholen mit den Level. So ein bisschen, ne? Ah. Okay, ich kann einfach zweimal zuschlagen, angenehm. Ah. Ich muss auf den roten springen. Ich hab den Hammer gerade nicht hinbekommen. Okay, man kann ja auf jeden Fall töten, ne? Bin jetzt ein bisschen doof, weil, naja, ne? Wie weit kann man zurückspulen? Warte, den Erstangriff. Ja. So. Kein Superangriff, einfach nur eine Hand nochmal raufbringen. Meine Güte, ey. Tada. Ja. Kann ich hier hoch? Weil die Sprünge muss der Mario schaffen, ja, ja gut. Ja, probieren wir gleich nochmal, wenn ich dich getroffen habe. Dankeschön. Wie greift dich Luigi an? Warum darfst du nochmal angreifen? Ich hasse dich. Schon weil ich alleine bin. Ja, ja, alles gut. Der lädt jetzt auf, nicht schön. Aber der ist vielleicht tot, der aufgeladene. So, komm, ich will das mal schaffen. Ja, das war dumm. Das war einfach dämlich. Komm, töte den da um, bitte. Dankeschön. Du darfst gerne aufladen, wenn ich das jetzt nochmal nicht töte. Komm, lade ich mal auf. Dankeschön. Das spart mir einen Angriff, weil es tötet ihn jetzt eigentlich schon, ne? Hoffe ich. Ja. Jetzt noch die folgenden. Oh, die folgenden gesagt, dass wir eigentlich schon drüber sind. Gleich hören wir auf. Ich bin auf jeden Fall recht motiviert, und heute auch noch Mathe zu machen. Und passt halt, wie gesagt, bin ich dann so spätestens 1 anfangen. Das ist alles super. Ich arbeite jetzt 2 bis 3 Stunden, mehr geht eh nicht. Ich schaffe nicht mal so viel, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, naja. Ich hab's ein bisschen einfach. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, Personal erreichen wir in der nächsten Folge den Boss dieser Lachhochschule, wer auch immer das sein wird. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!